Ulrich, Fationa hat gerade von Erik Satie einen kurzen Ausschnitt aus den Vexations gespielt. Ein Stück, was man mit Quälerei übersetzen kann und was er sich ja 840 Mal wiederholt gewünscht hat. Was hat dich denn als einen Komponisten, der ja ansonsten eine im besten Wortsinn auch unterhaltsame Musik schreibt, dazu gebracht, dieses dein Konzert mit den Satieschen Quälereien zu beginnen? Gute Frage. Es hat natürlich nichts mit der Hochschule zu tun, die ich jetzt dauerhaft verlassen werde, jedenfalls als Aktiver. Das hat mit der Zeit was zu tun, in der wir leben müssen, hat mit der Corona-Krise zu tun und mit dem Gefühl, dass man oder dass ich als Komponist, als Musiker, als Mensch in mir hatte, Tag ein, Tag aus, immer das Gleiche. Morgen, mal schauen, was man morgen macht. Man quält sich so von einem Tag zum nächsten. Und auch in künstlerischer Hinsicht ist es sehr schwierig geworden oder immer schwieriger geworden, so Motivation zu finden, sich so ja, zu motivieren. Jetzt komponiere ich was, jetzt mache ich Musik, jetzt habe ich Spaß. Also es war schwierig, gebe ich zu. Das geht allen Musikern, Künstlern, Menschen ging das wahrscheinlich so. Und deswegen habe ich mir gedacht, sechs Wiederholungen aus den Vexations würde sehr, sehr gut passen, weil 840, da würde den Rahmen sprengen. Man kann aber gerne das wiederholen, so oft man das gerne hat. Und die Pianistin Fationa hat das auch als ein komplettes Stück dann auch gespielt. Also man merkt einfach, dass sie dann musikalischen Bogen gebastelt hat. Das war für sie das Stück, sechs Wiederholungen und keine Quälerei. Die gute Nachricht ist ja dass wir offensichtlich aus der Quälerei rauskommen. Es gibt Strategien daraus. Fationa hat eine tolle gefunden. Und der weitere Verlauf deines Konzerts wird eben auch aus der Quälerei der Corona-Zeit hinauskommen. Du hast das Programm selbst zusammengestellt mit Musik von dir und auch mit Musik von anderen. Willst du ein paar Punkte schon erwähnen, Stücke speziell? Also es ist ein bisschen klavierlastig und cellolastig, sagen wir es mal so. Also andere Instrumente kommen auch noch. Wir haben noch ein Saxophon und wir haben ein Akkordeon. Zickzack wird auf jeden Fall kommen. Das ist so ein, ja, ein Rausschmeißer, das ist ein ganz virtuoses Stück. Aber die Klavierstücke sind sehr unterschiedlich. Ein Spektrum von 1984, einem Stück, das ich in Paris geschrieben habe, ein ganz kurzes, das auch sehr verträumt ist und die anderen Stücke sind dann schon ein bisschen ja, kerniger, saftiger. Das Stück Souvenir, das wir hören werden, ist ja, im wahrsten Sinne aus Einzelteilen zusammengebaut, die man sehr schnell erkennen wird. Und diese Einzelteile wiederholen sich, das mag ich sehr gerne. So minimalistische Dinge mache ich in meiner Musik sehr, sehr gerne. Und da wird man, wenn man genau hinhört, auch mal einen Herrn Chopin mal raushören. Die Pianistin hat das auf jeden Fall gemerkt, dass er da drin ist. Aber dann gibt es auch von Fationa gespielt ein Stück von George Gershwin, das deswegen reingekommen ist. Das habe ich mir gewünscht, weil Gershwin war so derjenige, der mich zu der Jazzfarbe gebracht hat irgendwann mal. Mein Lehrer, mein strenger Lehrer Erich Appel, damals in Nürnberg am Konservatorium, der hat mich das nicht unterrichtet, nicht gelehrt, aber sein Sohn, der hat immer wieder mal zwischendurch Jazz gespielt und den konnte ich dann immer wieder mal fragen. Aber ich durfte dann tatsächlich auch mal im Konzertprogramm, durfte ich dann die drei Prelüden von Gershwin dann spielen. Und da habe ich mir eins gewünscht und bin jetzt heute überrascht worden, welches denn war. Ich habe aufs Mittlere getippt, aber es war dann doch das Erste. Wie schön, Musik bereitet uns Überraschungen. Du hast eben gerade zwei Komponisten, Satie und Gershwin, also zwei Senior-Experten benannt. Es gibt noch eine Besonderheit, ein Stück von Niklas Erbenbach. Wie hat es dieses Stück in dein tolles Programm geschafft? Also eine Verbindung könnte man jetzt natürlich hier irgendwie basteln. Er spielt ein Solostück noch für Solo Cello, das heißt Blues, ein bisschen komisch geschrieben, aber das kann man dann im Titel lesen. Das ist ein Stück aus den 90er Jahren und
die Verbindung Blues, Violoncello und dann zu Niklas, die entstand so auch in der Zeit, als ich eben aktiv noch im Unterricht, im Lehrbetrieb tätig war. Niklas war eben auch ein Studierender in meinem Studiengang oder Studienprofil Musik im Kontext und ein sehr, sehr kreativer, einerseits Musiker, Instrumentalist, aber auch kreativer Mensch, der ganz viel Musik einfach loswerden muss erstmal, also die er selber schreibt. Und da hat er mich immer an mich erinnert, wie ich war. Ich musste mich auch erstmal durch alles Mögliche durchschreiben, durch alle Stile, bis ich dann irgendwo angekommen bin, wo auch immer ich jetzt bin. Und dann fand ich das als eine schöne Idee, Niklas eben jetzt als Komponisten und Interpreten dann eben kennenzulernen. Er hat ja auch Preise gewonnen und hat eigene Stücke, die wir hören werden. Und die fand ich eigentlich immer sehr, sehr spannend. Und mehr will ich eigentlich gar nicht verraten. Ja, ich finde das wunderbar, wie du dich selbst dann da auch in die Tradition stellst. Du hast von deinem eigenen alten Lehrer erzählt, aus den guten alten Nürnberger Zeiten und jetzt eben von einem deiner Studierenden. Das ist wunderbar, auch für die Traditionslinien von Musik, in denen wir alle stehen. Jetzt zum Schluss, aber eine ganz, ganz wichtige Sache möchte ich noch wissen. Wir bekommen auch von dir, also das Publikum dieses Konzerts, aber eben auch die Interpretin und Interpreten, bekommen von dir eine Uraufführung geschenkt. Das Stück Double Trouble, sind wir wieder bei Problemen vom Anfang für Cello und Klavier. Risa Dachi und Matthias Pinto de Oliveira werden das spielen. Was hat es mit dem Stück auf sich? Also es ist erstmal eines meiner letzten Stücke, sozusagen vor Corona. Vor Corona. Wieder Cello und Klavier. Ich habe ja mal Cello auch gelernt, ein bisschen, nicht lang genug. Und die beiden Instrumente, die mag ich eben sehr, sehr gerne. Und das Stück war ja auch für Matthias Pinto dann eben auch gedacht, konzipiert dann auch. Und Double Trouble darf man jetzt nicht unbedingt so ganz wörtlich übersetzen. Die beiden Kammermusikerinnen, die haben natürlich Trouble miteinander, musikalischer Art, aber persönlich natürlich überhaupt nicht. Und ich würde das Trouble mehr als Trubel eigentlich lieber übersetzen. Das merkt man dann. Es gibt also ruhige Phasen, aber es gibt auch sehr anstrengende Phasen. Aber die beiden sind schon leidgeprüft. Die haben schon ein anderes Stück von mir gespielt, Coconut Run, auch ein merkwürdiger Titel. Und eine winzige Episode aus diesem Coconut Run taucht dann da wieder auf. Das haben die bestimmt auch gemerkt. Und das gibt es also ganz oft bei mir, so eine Verknüpfung zwischen älteren Stücken, neueren Stücken oder mal kommt ein anderer Komponist mit rein. Das mag ich eigentlich sehr gern. Und das passt wunderbar auf die beiden, weil ich weiß, was ich von ihnen erwarten kann, künstlerisch. Und ja, ich freue mich darauf. Ja, ich glaube, wir freuen uns alle. Und vielleicht so viel genug jetzt an dieser Stelle. Wir haben ja ein Konzert versprochen, keine Lesung, keine Lektüre, keine Lecture. Ich finde, was noch bleibt, ist, lieber Ulrich, dir für den weiteren Vorgang deines Lebens und natürlich auch des künstlerischen Schaffens alles Gute und im positiven Sinne viel Trubel zu wünschen. Wir sind sicher, dass es mit dir kompositorisch weitergeht und dass wir auch künftig noch das eine und andere Werk von dir hier in diesem Saal werden hören können. Lieber Uli, danke für die Ausarbeitung dieses Programms. Hat allen Beteiligten, das habe ich schon im Umfeld mitgekriegt, sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich habe den Eindruck, dir auch. Danke und alles Gute. Dankeschön, ich bedanke mich.
Thank you.
Musik.